Moin Leute und herzlich willkommen. Ich zeige euch einen neuen Bot Lobby Glitch für Fortnite, wo ihr easy eure Siege holen könnt, aber leider keine Kronensiege. Aber ihr könnt halt in den Runden eure Aufträge machen in Fortnite, um zu leveln. Ist ganz nice. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Leuten, was ihr jetzt gerade gleich seht bei mir, eine Freundesanfrage schicken. Wird auch die Namen unten in die Videobeschreibung packen, dass ihr die auch einfach nur abschreiben könnt und dann einfach für euch. Die Bots werden euch immer entfolgen, beziehungsweise euch als Freund entfernen. Ihr müsst dann halt immer eine Freundesanfrage schicken und ihr müsst halt mit sehr viel Glück offen in die Runde reinkommen, weil halt sehr viele Leute den Glitch machen. Dem rein zu joinen. So. Bin drin. Ja. So, ich bin jetzt in der Bot Lobby drin. Könnt ihr auch daran sehen, der ist Level 999. Macht bereit. So, ich bin Gruppenanführer. Das heißt, ich könnte jetzt die zwei Leute rausschmeißen aus der Gruppe hier und stattdessen zwei von meinen Freunden einladen, damit die auch in die Runde reinkommt. Das ist immer Glückssache, wer gerade Gruppenanführer ist. Genau. Mich würde es freuen, wenn ihr ein Like da lässt und gerne den Kanal abonniert. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne in den Kommentaren euren Epic-Namen reinschreiben. Dann kann ich euch adden. Dann können wir gerne mal zusammen Fortnite spielen. Ob es jetzt eine Bot-Lobby ist oder normal oder kreativ. Bin für alles zu haben. Warte noch kurz eine Minute ab. Dann zeige ich euch wirklich, dass es nur Bots sind. Dass ich nur gegen Bots spiele. Es ist auch kein Fake. Es funktioniert wirklich. Es ist auch kein Kreativmodus. Es ist wirklich eine Fortnite-Runde. Leider könnt ihr damit keine Kronen holen. Bisschen schade, aber ihr könnt gerne eure Aufträge in den Runden erfüllen. Ist auch ganz nice, um schneller zu leveln. Und schneller den Battle Pass fertig zu haben. Genau. Ich mache das jetzt schon zum sechsten Mal und ich habe schon sechsmal gewonnen. Ist ganz lustig und macht Spaß, dass man da halt ungestört die Aufträge machen kann, halt schneller den Battle Pass fertig zu bekommen. Weil ihr wisst ja selber, wie lange das dauert, Aufträge in der normalen Lobby zu machen. Man wird jetzt mal gestört von Gegnern und so. Und nebenbei, wie findet ihr das neue Update? Findet ihr das neue Update gut? Wie findet ihr die Waffen? Wie findet ihr die Insel? Wie fandet ihr das Event? Ich würde gerne mal was reinschreiben in die Kommentare. Ja. Ich werde dann jetzt gleich, wenn ich das Video hochlade auf YouTube, die Namen reinschreiben in die Videobeschreibung und dann könnt ihr den Leuten eine Freundesanfrage schicken. Ich zeige euch jetzt kurz, dass es Bots sind, dass ihr wirklich damit mit Easy ewig einen Sieg holen könnt. Dann ist man willkürlich irgendwo. Da landen schon Gegner. Ich glaube selber ein Bot. Halte mich auch mal wie ein Bot. Seht ihr das? Der rennt einfach weg, anstatt zu schießen. Das. Ich habe wieder geschossen.
Ja, die rennen sofort weg. Anonym 330 heißen die Gegner. Guck, anonym 351. Wo war hier ein Gegner? Schotti. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Botname ist. Wie gesagt, das funktioniert. Funktioniert. Mich wird geschossen. Den Leuten juckt es gar nicht, dass ich hier das Ziel erobere. Ich dachte, die können damit ganz einfach ihre Aufträge machen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, ob das Boy funktioniert hat und wie ihr die Lobby fandet. Ob ihr das zu schwer fandet oder ob das geht. Ja, guck. Kein Bot fängt hier an zu tanzen, beziehungsweise kein normaler Gegner fängt an zu tanzen. Feuer werfen. Schossen. Was können auch treffen. Wie gesagt, war es jetzt mit dem Video. Viel Spaß beim Nachmachen und vergesst nicht, euren Epic-Namen in die Kommentare zu schreiben. Ciao, ciao und viel Spaß.